Hallo. Das habe ich jetzt übernommen. Ich hoffe, derjenige ist mir nicht böse. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen guten Abend. Und habe ja noch versprochen, zwei kurze Filmchen nachzureichen. Die Betonung liegt auf kurz. Das schaffe ich nie. Aber die übliche Geschichte. Die Pfeife des Pfeifenmachers, die ich euch jetzt gleich vorstellen werde, ist eine von gut 6 oder 7, die ich mir wirklich seit geraumer Zeit auf der Internetseite von ihm angesehen habe. Ich habe sie mir immer wieder angeguckt, habe mir gesagt, ich brauche eine von ihm. Ich konnte mich aber nun wirklich nicht entscheiden und ich habe nicht das Geld, spontan reinzukaufen. Wäre aber besser. Ja, also sagt man sich, gut, wartest ein bisschen. Vielleicht ist der eine oder andere so schlau und kauft das eine oder andere Stück weg. Dann kommen dummerweise schon wieder neue. Das ist das gleiche Problem wie bei Ludwig Lorenz. Und ja, dann ist man fast so weit. Sagt, na gut, die oder die. Dann flutscht ein, aus welchen Gründen noch immer, eine andere dazwischen von einem anderen Macher, sodass man wieder ein wenig Zeit ins Land gehen lässt, um immer wieder mal verschämt auf diese Seiten zu gucken. Tja, da habe ich mir gedacht, gut, nimmst du dir das für Januar vor? Ein weiser Vorsatz. Der wäre auch noch durchführbar gewesen, wenn unser lieber Ralf nicht noch ein Video eingestellt hätte. Und wenn ich eine Gewissheit habe, wenn Ralf einen Pfeifenmacher vorstellt, dann nimmt das Angebot dieses Pfeifenmachers rapide ab. Mit Recht. Also, nach Genuss dieses Videos, habe ich hier in einer Form von Panik die bereits unter Favoriten gespeicherte Seite von Herrn Börner aufgerufen und mich hektisch auf die Suche gemacht. Es gibt zu viele unterschiedliche Formen bei ihm und ich glaube, ich muss euch auch nichts über Herrn Börner erzählen. Das guckt euch unter anderem bei Ralf an. Es ist einfach das ultimative Video dazu. Herr Börner lebt in Lauscha, stellt exzellente Pfeifen her, mit einem relativ hohen Anteil von Mortarpfeifen und also Mooreiche. Bloß noch den war mir im Augenblick nicht so. Ich weiß auch nicht. Kann in 14 Tagen schon wieder anders aussehen. Sein Preisgefüge liegt so zwischen 130 und ich glaube, die teuerste im Augenblick liegt bei 270. Ein wunderschönes Exemplar mit Bambushalm. Also für fast jeden was dabei. Ja, dann habe ich Trottel versucht, mich da irgendwie anzumelden. Ich bin manchmal technisch so ein Trottel. Also irgendwie habe ich es denn doch geschafft. Und denn dieses wunderschöne Stück bestellt, bezahlt. Und dann habe ich einen Anruf von Herrn Börner bekommen, der mir dann mitteilte, wann er es abgeschickt hat. Ein wirklich netter Mensch. Ohne Abstriche. Ich kenne eigentlich keine Grießgrämie im Pfeifenmacher. Das muss an diesem Beruf liegen. Wenn man sich solchen Dingen hingibt, scheint man doch eine gewisse Ausgeglichenheit zu benötigen. Ich glaube, Choleriker können kaum Pfeifen machen. Wenigstens keiner, aus dem man rauchen kann. Und es fiel nachher, komischerweise wieder erwarten, meine Wahl nicht auf eine Vulcano, das kommt noch, sondern auf dieses wunderschöne kleine Stück mit einer orange-mittelbraunen Beizung, Kontrastbeizung, mit einer spannenden Maserung, einem, ich nehme an, Eibenholzring
einem tollen Mundstück, dem Börner Pfeifchen als Logo. Übrigens ein Herr Börner, ein wirklich tolles Logo, das gefällt mir ausgesprochen gut, darauf muss man erstmal kommen. Ich habe keine Ahnung, wie er die darauf bringt, ob er die mit so einer kleinen Superfräse macht. Also mit dem Stempel kriegt man das nicht hin oder mit dem Laser. Auf jeden Fall sieht das sehr, sehr gut aus. Und unheimlich viel Know-how drin. Also dieser Holzring ist nochmal in sich vertieft. Wie man dieser Kabel nehmen kann, wurde der raufgeklebt, bevor der Holm gebohrt wurde. Sonst wäre das gar nicht nötig. Ohne Filter. Sodass das Mundstück zum Großteil sozusagen schon innerhalb des Rings verschwindet. Und ein Mundstück, Heidewitzka, also sowas von schmal und ergonomisch, ist mir ein Rätsel. Also man hat diese Pfeife am Mund und man fühlt sich sofort zu Hause. Es ist so, wie als ob man auf einem alten, eingelegenen Sofa liegt oder einem schönen alten Sessel. Alte Hausschuhe sind auch so eine Sache. Es ist, als ob man vorher einen Zahnabdruck dort hinterlassen hat und es darauf abgestimmt wurde. A la Bonheur, also wirklich à la Bonheur. Der Kopf ist leicht nach vorne, senkt die Öffnung auch, die relativ schon gut ist, mittleres Füllvolumen aufnimmt. Oberteil ist auch nochmal innen leicht, kann man hier nicht sehen, leicht angekehlt, wie man das immer auch nennen mag. Von der Verarbeitung wirklich ohne irgendwelche auch nur kleinste Kritikpunkte. Es ist perfekt verarbeitet. Die Oberflächenbehandlung ist, es ist weich und glatt gleichzeitig. Eine ähnliche Oberflächenstruktur hatte auch Herr Lorenz. Es ist eine Offenbarung, diese Pfeife in der Hand zu halten, zumal sie hat irgendwie die richtige Größe. Mein Daumen passt perfekt in diese Lücke. Und was viel wichtiger ist, sie raucht sich unverschämt gut. Diese Pfeife wird nicht heiß. Irgendwie muss durch diese Wände die Hitze nach außen dringen. Und zwar ohne, dass ich es merke. Es ist nicht so, dass man nicht öfter die Hand dran hat, aber diese Pfeife wird nicht heiß. Nun neige ich auch nicht dazu, bei kleineren Exemplaren wie so einen Traktor dran zu ziehen. Aber ich kann euch nur raten, bevor der große Run losgeht, guckt euch mal unter börnerpfeifen.de einfach mal über Google eingoogeln auf der Internetseite um. Das sind schöne Stücke. Das sind wirklich schöne Stücke. Und die sind teilweise wirklich im bezahlbaren Rahmen. Die sind teilweise sehr eigen. Mit Diagonalen, mit. Also für jeden ist was dabei. Vielleicht nicht für den Anhänger der absoluten englischen Klassik, aber sonst perfekte Pfeifen. Wirklich perfekte Pfeifen. Und wenn ich dann dieses, also schon aufgrund dieses Mundstücks und dieser Raucheigenschaften, ist das nicht meine letzte. Ich gehe mal ganz frech davon aus, dass man ja immer gute Gründe braucht. Also ist Herr Börner auf jeden Fall ein guter Grund, nach Loma zu kommen. Allein schon, um die zweite zu erwerben. Herr Börner, nochmal auf diesem Wege vielen, vielen Dank, dass ich das gute Stück kaufen durfte. Auch nicht selbstverständlich, dass ich auch die Erlaubnis erhalten habe, Filmchen zu machen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Die wissen ja auch nicht unbedingt, auf was sie sich da einlassen, wenn da so ein komischer Kunde anfängt, irgendwelche Filme machen zu wollen. Und guckt es euch in Ruhe an und
Wagt es einfach. Es ist ein Geschenk, kann ich euch garantieren. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Advent, eine schöne Weihnachtszeit, einen perfekten Rutsch, viel Gesundheit, Glück, Frieden, Harmonie in den nächsten Wochen und denkt daran, ich denke an euch, euer René.